Ja, hallo und herzlich willkommen. Es geht wieder weiter, es ist soweit. Wir widmen uns dem nächsten Dingo Pictures Klassiker. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen mit Mara. Hallo Mara. Ja. Und ja, wir haben uns das letzte Mal das Abenteuer im Land der Dinosaurier angeschaut. Ein Abenteuer, das primär aus Laufen bestand. Wir sind sehr gespannt, was heute auf uns zukommen wird. Wir schauen uns nämlich an Aladdin. Oh ja. Es wird Aladdin und die großartig. Wunderlampe. Ihr kennt vielleicht den entsprechenden Disney-Film. Wir werden am Ende gucken, wie viel da übereinstimmt. Und wir haben natürlich nach dem letzten Film, den wir geschaut haben, das war ja so in einem Land vor unserer Zeit, als Dingo-Version, waren die Leute so begeistert, dass sie sich jetzt diesmal so eine Art Dingo-Bingo gebastelt haben. Und du hast auch noch eins gemacht. Ich versuche das mal hier einzublenden. Ja, ich habe auch noch ein Dingo-Bingo gemacht, weil wir haben natürlich jetzt eine gewisse Erwartungshaltung, ne? Also das hat uns komplett umgehauen in einem Land vor, in einem Abenteuer vor unserer Zeit. Das war natürlich fantastisch. Jetzt allerdings absoluter Klassiker, haben wir alle als Kind gesehen, als Disney-Klassiker. Aber Dingo hat da nochmal eine ganz eigene Version draus gemacht. Und da freuen wir uns natürlich sehr darauf. Ich habe extra nochmal ein Bingo angefertigt. Dingo-Bingo bietet sich natürlich an. Wir haben jetzt so ein bisschen, wir versuchen natürlich so ein bisschen den Dingo-Code zu knacken auch. Und das Ganze so ein bisschen zu entschlüsseln. Also es ist eine deutsche Produktion, muss man sagen, die versucht hat, aus dem Aladdin-Stoff das Beste zu machen. Ich habe mir ein Bingo vorbereitet und ich bin gespannt mal, wie viele Treffer ich habe. Willst du es ein bisschen vorstellen, was man da so erwarten kann bei deinem Also Dingo-Bingo? natürlich, bei Aladdin überlegt man, in welche Richtung kann es gehen. Wir fangen mal links oben an. Natürlich, wir wissen es, die Synchronleistungen sind nicht immer wahnsinnig gut gewesen. Deswegen habe ich einmal Lippenbewegung ohne Ton und einmal Dialog ohne Lippenbewegung dabei. Weil das hat man das Gefühl bei Dingo Pictures, das ist eher ein Zufallstreffer, wenn das gleichzeitig stattfindet. Aber falls nicht, habe ich auf jeden Fall mal direkt 2 Punkte bekommen. Dann habe ich natürlich den Klassiker Mitleid mit den Kindern, die das sehen mussten, anstatt das Original Disney Aladdin bekommen zu haben. Wir haben mittlerweile auch schon viele Nachrichten bekommen von Leuten, die tatsächlich Dingo-Filme zu Hause hatten, gesehen haben, sich erinnert gefühlt haben. Traumata wurden da geweckt, als wir diese Dinos gesehen haben. Also es gibt Leute, es gibt wahrscheinlich Leute, die einfach aufgewachsen sind mit dem Verständnis von, ja, das ist Aladdin. Das, was wir heute sehen werden, ist tatsächlich Aladdin. Ich Dann habe es gibt es auch ja. gesucht. Ich hab gedacht, ich habe so was in meinem Kopf, dass ich da was gesehen hätte. Ich bin bei meinen Großeltern, bin ich einen kompletten Schrank durchgegangen, die ganzen alten Kassetten, weil ich dachte, das ist irgendwo ein Dingo-Film. War aber doch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach nur ein Traum von mir war Ja, wir haben oder ihn ob ich auf da jeden Fall wirklich was gefunden, gesehen habe. Aladdin, auf YouTube. Das heißt, wir werden ihn hier auch zeigen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie nebenbei irgendwas aufrufen oder so, sondern wir schauen uns den Film tatsächlich an. Er ist komplett auf YouTube und ihr könnt dann einfach zugucken. Natürlich, das unnötig erotische Tier hat mich tief belastet beim letzten Mal. Ich glaube, auch das werden wir in dieser Form haben. Dann es bewegt sich 3 Sekunden lang nichts. Man muss natürlich auch immer mit den beschränkten Mitteln einer Dingo Production Produktion schauen, dass man hier und da spart. Und da ist natürlich am besten gespart, wenn einfach überhaupt nichts passiert. Dann natürlich gefährliches Pflaster. Wir bewegen uns in eine fremde Kultur. Deswegen glaube ich, werden uns auch einige rassistische Stereotypen nicht erspart bleiben. Ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Mal schauen, inwiefern der Film aus der Zeit gefallen ist. Mal gucken. Dann ich Ja, das natürlich. denke ich aber auch. 1993, Auf jeden da Fall. kann man noch einiges erwarten. Irgendwas in der Richtung wird es geben. Dann habe ich ja immer so das Gefühl, Dingo Pictures schafft es wie keine zweite Produktionsschmiede, Erwartungen zu enttäuschen. Und es gibt gewisse Erwartungen, die man hat an so einen Aladdin-Film. Und natürlich, ich will einen coolen Genie sehen, der sich in verschiedene Dinge verwandelt. Ich glaube, Dingo Pictures schafft es, dass der Genie sich nicht verwandeln wird in Dinge, genauso wie der fliegende Teppich lame ist. Ich glaube, nur Dingo Pictures kriegt das hin, dass wirklich die Pfeiler dieses Genres trotzdem irgendwie lame sind, genauso wie Aladdin ist unsympathisch. Ich fand beim letzten Mal unseren Helden unsympathisch. Ich glaube, Aladdin wird auch wieder unsympathisch sein. Geil! Oh, bitte wieder dieser geile Synchronsprecher. Ja, ich glaube, Aladdin wird nicht so ganz klar sein, was seine Motivation ist, warum wir ihn überhaupt mögen. Und am Ende wird man sich denken, was er gemacht hat, war eigentlich gar nicht so heldenhaft. Dann gibt es natürlich schlechte Reime, ist klar. Es gibt einen Sandgag. Ja. Irgendeiner Form, ich weiß es nicht. Dann natürlich, was wir auch schon bei den Dinos gesehen haben, Szenen, die nur aus Laufen bestehen, auf jeden Fall. Und eine Figur mindestens wird von einem Kind gesprochen. In der Ich finde, Mitte. du hast da einige Sachen drin, wo man schon ziemlich safe sein kann, dass das alles vorkommt. Dass Ja, am ich will ja Anfang, gewinnen. ja, es kommt ein Kamel vor, es kommt ein Mensch vor, es kommt ein Vogel vor. Weiß ich nicht. Nö, 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 nö. Also Kamel muss jetzt nicht unbedingt sein. Die Aladdin-Geschichte ließe sich ja auch erzählen ohne Kamel. Also ich glaube, da habe ich mich schon mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Außerdem will ich ja auch einfach gewinnen.
In der Mitte stehen erbärmliche Animationen, glaube ich. Das ist ein absoluter sicheres Ding. Und ich glaube aber, jetzt, ich gehe mal ein bisschen, lehne mich noch weiter aus dem Fenster. Ich glaube, Jasmin heißt nicht Jasmin. Ja, wie heißt sie stattdessen? Jenny? Das ist die Frage, irgendwie, ich weiß nicht, Sabine oder irgend sowas. Roswitha vielleicht? Es ist eine deutsche Produktion. Aber ich glaube, man versucht ja immer so einerseits natürlich die Assoziation zu wecken, andererseits aber auch nicht ganz eins zu eins deckungsgleich mit dem Disney-Original zu sein. Deswegen glaube ich, Jasmin heißt anders. Dann natürlich, was ich auch schon kritisiert habe beim letzten Mal, die Helden tragen nicht zur Handlung bei. Dinge passieren einfach, ohne dass sie irgendwie angesprochen wurden, irgendwie aufgeladen wurden. Dann wird es für Kinder unangebrachte Gewalt geben. Kopf ab oder so, Hand ab, irgendwas, wo man sich denkt, what? Genauso wie ein unangenehmer Bauchtanz. Ich glaube, es gibt sowohl für Kinder unangebrachte Sexualität als auch Gewalt. Alles ist da. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Mehrere Figuren haben den gleichen Sprecher. Glaube ich, kann man sich auch vorstellen. Und dann ist natürlich immer das Ding. Ich versuche nochmal so ein bisschen in die Dingo Pictures liefert Enttäuschungen Kerbe zu schlagen. Denn viele Leute erwarten sich ja von gewissen Sachen auch Action-Szenen. Ja, also die Dinos poltern irgendwo runter, jemand beißt den anderen, es gibt einen großen Säbelkampf oder so. Dingo kann das nicht liefern. Deswegen wird es hauptsächlich durch Dialoge gelöst. Und ich glaube, eine spannende Kampfsituation wird dadurch gelöst, dass jemand den Säbel fallen lässt. Und es kommt nicht zum Kampf, weil man das schlicht nicht darstellen kann. Ein Kampf ist schwierig zu animieren. Kampf ist immer schwer zu animieren, deswegen so. Und ich glaube, wir sind jetzt auch noch mal früher, also vor dem Dinosaurierfilm auch noch mal. Der kam erst später. Also das hier ist, glaube ich, jetzt noch mal ein Vorgänger davon, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah, okay. Also vielleicht waren wir bei dem Dinosaurierfilm schon ein bisschen weiter und ich bin gespannt, wo wir jetzt, sind. Ja gut, dann ziehe ich Kamel vielleicht zurück. Dann war Kamel vielleicht ein bisschen zu weit. Und ansonsten glaube ich, es gibt eine Musiknummer. Es wird gesungen. Ja, natürlich. Ist klar. Es gibt wieder einen lustigen Vogel, natürlich. Klar, es gibt den Papagei in Aladdin. Deswegen glaube ich, es wird wieder einen lustigen Vogel geben, der nicht lustig ist. Ja. Wie vertraut bist du mit der Disney-Aladdin-Version? Gar nicht gut. Habe ich als Kind bestimmt irgendwann mal gesehen, aber war nie ein Dauerbrenner bei mir. Wo warst du denn bei Disney eher dabei? Hier Mickey Mouse als Zauberlehrling. Der Zauberlehrling, das war meins. Warum? Okay. Warum ist das so? Na, tatsächlich, ja, das hatte ich auch. Fantasia ist die beste Disney-Produktion. Nein, das König der Löwen und Pocahontas. Nein, also erstmal. Es ist völlig lächerlich, Ariel ist erstmal besser als Pocahontas. So, um das mal gesagt zu haben. Und Phantasia ist überall. Ich mag die kurzen Dinger, ich habe nicht so viel Zeit. Als Kind war ich schon sehr beschäftigt. Ich musste, komm, gib mir 10 Minuten, dann muss ich los. Dann muss ich wieder ein bisschen Blumenerde essen. Okay, gut. Bist du bereit? Wir haben aus der Community noch verschiedene Bingos bekommen. Ja, wir haben hier oben, falls ihr mitspielen wollt, entweder mit Florentins Bingo oder mit dem Community Bingo, könnt ihr einfach im Rocket Beans Forum, forum.rocketbeans.tv, in den Thread reingehen, Maras Twitch Stream. Da haben wir auch noch ein Dingo Bingo aus der Community. Das hat der gute Teddison zusammengestellt mit ganz vielen Vorschlägen von euch. Auch ähnlich nerviger Vogel, nackter Vogel, springt mir hier direkt ins Auge, aber auch eine Figur mit kölschem Dialekt. Da bin ich natürlich gespannt. Recon Belt ist auch noch ein Feld, kann auch oft passieren in einem Stream mindestens einmal. Klar. Ja, wir sind gespannt. Ja, dauert eine Stunde, Mara, ne? Ist dir schon klar, worauf wir uns hier eingelassen haben. Du hast das wieder im Blick, dein Bingo-Ding, und kreuzt da immer an. Oder kreuzt die Community an. Nee, werde ich auf jeden Fall machen. Selber? Ich will so oft es geht aus dem Film raustabben. Jetzt stell dich nicht wieder so an, als würde ich dich hier zwingen, so schlimme Filme zu gucken. Nein, das stimmt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich ein bisschen in Dingo verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen will ich auch wissen, wie tief das Loch noch ist. Ich glaube, wir haben mit den Dinos noch nicht den Boden erreicht. Nö, das glaube ich auch. Also es gibt noch sehr, sehr viele weitere Filme und ich glaube, Aladdin ist auf jeden Fall einer von den guten. Wir gehen jetzt mal hier schön rein in die Nummer. Hast du es offen? Ist es offen. Los geht's. Ihr könnt hier gerne einfach mitschauen. Das Ganze wird gezeigt. Vielleicht können manche sogar mitsprechen.
Okay, soll ich mal auf Start drücken? Ich glaube, ich habe ein paar Sekunden reingehört. Es fängt direkt schon mit einem Knaller an. Verspreche euch jetzt an der Stelle schon. Los geht's. Wow! Stark. Wie ist die Lautstärke? Sagt mal Bescheid im Chat. Gläubige und lasst euch nieder. Oh, wir haben Kamel direkt. Yes! Ich bin so gut. Oh, ich lieb das Lied. Oh, hast du Affe? Ich muss mal kurz zuhören, damit ich die Geschichte verstehe. Was ist denn das für ein Bein? Hat das ein Elefant? Nein. Ja. Wow. Stark. Das ist meine Eröffnung zu dem Film. Das ist was. Hattest du Esel? Pferd? Mit Tieren hätte man nicht finden können. Hatte nur gekommen. Weiß ich schon. Gewürze aus Indien haben sie gebracht. Und ein Fakir ist dabei. Nein, ein Schlangenbeschwörer ist es. Wäre ich auch gern. Was? Schlangenbeschwörer? Ich hätte noch dazu schreiben müssen, man weiß nicht, wer die Hauptfigur ist. Kaufmann will. Alle sehen gleich, alle sehen gleich aus. Indien, China. Hey, guck doch mal. Was denn? Da, der Alte mit dem Papagei. Ich sehe niemanden. Komisch, eben war er noch da. Du träumst. Da ist er wieder. Warte, also das sieht ja wirklich aus wie so Wassermalfarbe, ne? Merkwürdig. Mit so viel Stimmen. Kommt und verschwindet. Sieht aus, als sucht er jemanden. Was geht's uns an? Lass uns endlich gehen. Einer von diesen Jungen muss Aladdin sein. Aber welcher? Sind alle gleich. Moment mal, der Papagei gehört zum Bösen? Ja, die Stimme kennen wir doch. Uns. Du da, komm mal her. Ich? Ja, du, komm. Mein Herr, was wünscht ihr von mir? Dreckspatz! Halt den Schnabel. Alter, was welcher seiner von Frisur euch ist Aladdin? Ich habe eine Nachricht für ihn. Der da, mit der grünen Weste. Straßenräuber, Nichtsnutz, Herumtreiber! Naja, reich scheint er ja nicht zu sein. Warum sieht er so zerlumpt aus? Wenn man Geld hat, ist es einfach, ordentlich zu sein. Aladins Vater aber ist tot und seine Mutter ist sehr arm. Kein Vater. Also ist nicht das Aladin. Ist gut. Oder spricht er von sich geh in der dritten Person? Schick Aladin zu mir. Armer Aladin hat einen Toten. Eine Minute, ich bin schon komplett verwirrt einfach. Ich wusste gar nicht, dass du so feine Bekannte hast. Der fremde Herr will mit dir reden. Ich kenne den überhaupt nicht. Ach so, das ist Aladin. Ja. Aladin, Sohn meines Bruders, mit Trauer habe ich vernommen, dass dein Vater, mein Bruder, gestorben ist. Doch wie freue ich mich, seinen Sohn zu treffen? Ich wusste gar nicht, dass mein Vater einen Bruder hatte. Ich bin auch lange vor deiner Geburt nach Afrika gegangen. Doch jetzt, da ich nicht mehr lange zu leben habe, übermannte mich die Sehnsucht nach meiner Familie. Lügenmaul! Lügenmaul! Lauf zu deiner Mutter und sag ihr, der Bruder ihres verstorbenen Mannes wolle sie besuchen. Sie soll zum Bazar gehen und einkaufen, damit ich heute Abend bei euch essen kann. Hier, nimm. Oh Gott. Was? Aladin Land, das gibt's doch nicht. Oh, okay. Alle Tiere können sprechen, der Papagei ist nichts Besonderes. Ich muss ausgefressen und muss sich bei seiner Mutter verstecken. Oh, shit, hast du Esel und Pferdegags? Ja, vielleicht sind die Esel dieses Mal lustig und nicht der Vogel. Mein nichtsnutziger Sohn jetzt alt. Und noch immer hat er keinen Pfennig verdient. Um Sorgen lässt er sich. Sich auf der Straße herumtreiben. Ja, das kann er. Mutter, ich habe den Bruder meines Vaters getroffen. Erzähl keinen Unsinn. Dein Vater hat nie einen Bruder gehabt. Doch, er ist hier in der Stadt. Hier sind 2 Goldstücke, die hat er mir gegeben. Du sollst damit einkaufen gehen. Er kommt zum Abendessen. Merkwürdig. Mein Mann soll einen Bruder gehabt haben? Glaub ich nicht. Aber sei was es hast du denn da für ein Emote als Halskette? Solange er das bezahlt, soll er mir willkommen sein. Das ist ja so eine Briefmarke. Auf Aladin, fegt die Stube aus. Ich gehe auf den Bazar. Ist das ein Mod-Schwert? Eieieiei.
Du kommst. Aber wen hat der Papagei jetzt Riesenmaul alles genannt? Seinen was eigenen Meister, oder was? Glaub schon. Sieht doch jeder, dass du nicht Aladins Onkel bist. Siehst du schon wieder? Wie soll ich denn an den Schatz kommen, wenn du alles ausplapperst? Aha. Du willst ein Zauberer sein, aber brauchst diesen Herumtreiber Aladin, um den Schatz zu heben. Es war ein Fehler, dich mitzunehmen. Du bleibst draußen. Lustiger Vogel. Von einem Zauberer, lustiger fucking Vogel. Wenn ich alleine zaubern kann, lass ich mir nichts befehlen. Oh, der kann auch zaubern werden. Groß ist der Schmerz über den Tod meines geliebten Bruders. Doch umso mehr freue ich. Hoffentlich verlieren die sich nicht. Der eine ist unsichtbar, der andere nicht. Und Aladin, meine Neffen, wohl aufzusehen. Bislang wusste ich nichts von der Existenz eines Bruders. Doch setzt euch. Die Gesetze der Gastfreundschaft sind heilig. Misstrauische Alte. Recht hat sie. Okay. Wie ergeht es euch, Verehrungswürdigste? Ich hoffe, ihr seid wohl versorgt nach dem Tode meines Bruders. Ach was, mein Mann war nur ein armer Schneider. Und Aladin ist ein Taugenichts von Kindesbeinen an und treibt sich am liebsten auf der Straße rum. Alle Figuren sind sympathisch bis jetzt. Und es reicht hinten und vorn nicht. Sagt ich doch, Faulpelz, Faulpelz! Er hat bestimmt nur noch nicht das Richtige gefunden. Ich will ihm helfen, einen passenden Beruf zu ergreifen. Was meinst du, Aladin? Willst du Kaufmann werden? Ich? Kaufmann? Ja, ich nehme dich morgen mit zum Bazar und stelle dich den Kaufleuten vor. Und wenn du bei ihnen ein paar Wochen gelernt hast, richte ich dir einen Laden ein. Das heißt, wenn deine Mutter einverstanden ist. Natürlich bin ich einverstanden. Ihr müsst tatsächlich der Bruder meines Mannes sein. Ein Fremder würde so etwas nie für uns tun. Also, ja, auch die Animation von den Augen ist besser bei der Mutter. Sei pünktlich. Hast du gehört? Ich, Aladin, werde ein reicher und geachteter Kaufmann. Noch ist es nicht so weit. Leg dich schlafen. Du musst morgen früh aufstehen. Und die Augen gehen ein bisschen zu weit nach vorne irgendwie, oder? Mein Sohn, ein Kaufmann. Glaub, ist das so die Lichtbrechung der Brille oder was? Das ist ein bisschen, also schon ein bisschen. Wenn du dich heute wieder nicht zu benehmen weißt, verwandle ich dich. Oh, die Laufanimation stark. Warum hat er den Papagei, wenn der so nervt? Und ob ich das tun werde, aber ruhig jetzt, Aladin kommt. Salam alaikum, Onkel. Guten Morgen, Aladin. Es wird ein schöner Morgen für dich werden. Wohin gehen wir? Keine Schnabelbewegung, gar nichts. Es ist noch zu früh, um auf den Bazar zu gehen. Zeig mir zuerst die berühmten Gärten des Sultans. Sie sollen wunderschön sein. Wenn du willst. Aber es wird dir bestimmt langweilig werden. Das glaube ich kaum. Auf, gehen wir. Aber was hat Aladin mit dem Sultan zu tun? Ja, wahrscheinlich sind die Gärten einfach nur noch ein paar Meter. Hier ist es. Aber warum braucht der Zauberer Aladin, um den Schatz zu bekommen? Hör mir jetzt genau zu, Aladin. Wenn du alles so machst, wie ich es dir sage, wirst du bald der reichste und mächtigste Mann des ganzen Orients sein. Ich werde alles tun, was du von mir verlangst. Wenn dich das mal nicht reut. Psst. Gut, dann geh, sammle etwas Holz und mach ein kleines Feuer. Die Laufgeräusche, Alter. Das ja am bam, bam, bam. Mir hat diese Elefantenstatue sehr rudimentär gefallen. Den es auf der Welt gibt. Gold. Und Silber. Ich mag auch, dass die Figuren immer so hart abgeschnitten sind an irgendeinem. Wollte ich auch gerade sagen. Besser ist als Gold und Silber. Besser? Was ist denn besser als Gold? Das wirst du sehen, wenn es soweit ist. Ich habe getan, was du gesagt hast. Ist es so recht? Gut, ja. Yeah. Und jetzt pass auf. Zuerst Weihrauch. So viel Emos. Alter. Oh. Nein! Du Schreckling, wirst du wohl hierbleiben? Warum schreist du mich denn so an? Was habe ich getan? Aladin, mein Neffe, so fürchte dich nicht. Wenn du der mächtigste Mann des Orients werden willst, darfst du nicht gleich davonlaufen. Also beruhige dich und hör mir zu. In dieser Höhle liegt der größte Schatz der Welt. Und niemand außer dir hat die Kraft, diesen Schatz zu heben.
Nur du allein kannst die Höhle betreten. Kein anderer Mensch auf der ganzen Welt. Ja, warum? Du auch nicht? Nein, auch ich nicht. Steige jetzt die Treppen hinab. Warum ich rufe denn? Dir zu, was du zu tun hast. Da runter? Ganz allein? Nimm diesen Ring. Solange du ihn trägst, wirst du keine Angst empfinden. Geh jetzt! Oh je. So habe ich auch immer Treppen gemalt. Szene, die nur aus Laufen besteht. Check. Beim Bade des Propheten. Hüte dich auch nur einen dieser Schätze zu berühren. Wenn du das tust, wirst du auf der Stelle in einen schwarzen Stein verwandelt. Siehst du die Bäume mit den glänzenden Früchten? Gehe an ihnen vorbei und suche nach einer kleinen Lampe. Warum nach einer Lampe? Wo doch die Höhle voll von Schätzen ist. Merkwürdig. Bäume? Bäume in der Höhle? Ja. Ich hab sie! Gut! Nimm sie und steck sie unter dein Hemd. Zur Belohnung kannst du auf dem Rückweg von den glänzenden Früchten pflücken. Denn solange du die Lampe besitzt, gehören sie dir. Solch funkelnde Kugeln habe ich noch nie gesehen. Bring mich meinen Freunden mit. Die werden staunen. Ich werde ihm die Lampe abnehmen, ihn dann ins Gewölbe zurückstoßen und die Höhle zuzaubern. Wie fröhlich der Vogel guckt. Und er ist gut drauf. Wo steckst du denn so lange? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber nicht um dich. Denk an den grauen Spatz. Hilf mir, Onkel. Ich komme alleine nicht hoch. Gib mir die Lampe. Sie wird zu schwer sein. An die Lampe komme ich nicht dran. Da müsste ich alle Kugeln fallen lassen. Dann lass sie fallen. Was meinst du, warum ich die weite Reise gemacht habe? Ich will die Lampe. Ich, der Zauberer. Zauberer? Hast du Zauberer gesagt? Was wollte denn jetzt alles der Depp? Bist du gar nicht mein Onkel? Natürlich bin ich nicht dein Onkel, du nichtsnutziger Sohn eines Tages. Na, er ist nicht der Onkel? Kein Onkel! Oh nein! Hier komme ich nicht raus. Du wirst mich töten, wenn ich das tue. Chalbegalubegalemachalubegre Aladin muss sterben! Was? Chatterkellar! Improvisierte Zaubersprüche. Warum braucht er diese Aladin, um die Lampe zu holen? Ich werde hier sterben. Nie mehr werde ich das Haus meiner Mutter betreten und mit meinen Freunden spielen können. Du hast mich gerufen, mein Herr. Oh! Was okay. Du? Und ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Aber warum kommt er denn von dem Ring? Den hatte der Zauberer doch schon. Keine Angst, Aladin. Ich bin der Geist des Rings. Und ach so. Der Diener des ein Ringgeist. So der sehen die unter der Kapuze an aus. Hand was kann ich für dich tun? Oh Geist des Rings, wenn du so mächtig bist, wie du sagst, dann bring mich bitte ganz schnell auf die Erde zurück. Du befiehlst und ich gehorche. Der Ring kommt doch von dem Ufer. Hab ich geträumt? Nichts wie weg. Oh, nicht die Maultrommel, Alter. Wenn die jetzt jedes Mal kommt. Doch, die kommt immer, wenn gelaufen nein. wird. Einige Laufszenen wieder. Es ist so geil, dass der Ring des Bösewichts ihm jetzt hilft. Aber was würde ich nur ohne ihn machen? Wo bleibt er nur so lange? Hätte ich ihn doch nur nicht mit dem Fremden gehen lassen. Mutter! Dies war nicht mein Onkel. Es war ein Zauberer. Stell dir vor, der wollte mich umbringen. Aber ich bin ihm entkommen. Und dann hat er mir die Waffe gegeben, die es mir ermöglicht hat, schau, zu fliehen. Diese Kugeln habe ich dir mitgebracht. Und diese Lampe auch. Warum der Zauberer die wollte, weiß ich wirklich nicht. Ach, verehrungswürdigste aller Mütter. Von nun an will ich dir ein gehorsamer Sohn sein. Allah ist groß in seiner Güte und seine Wege sind unerforschlich. Aber was hast du? Unerforschlich? Ist von dem Mal mit dem Zauberer etwas übrig geblieben? Ist das ein Wort? Ich habe, seit ich wegging, nichts gegessen. Oh, Sohn meines Herzens, wie verfluche ich die Armut, in der wir leben müssen. Macht nichts. Ich nehme die Lampe und verkaufe sie auf dem Bazar. Dann ist sie immerhin zu etwas gut. Warte, sie ist schmutzig. Nimm den Lappen und wisch sie ab. Oh ja. Du wirst dann mehr dafür bekommen. Er pfeift das Lied vom Anfang. Nein, er reibt die Lampe. Oh, wow!
Okay. Space Machine. Es kommt ein Techno-Genie raus. Yes. Wow. Stark. Der Geist der Lampe und Sklave dessen, der sie besitzt. Sag, was willst du von mir? Noch ein Geist. Ja, noch ein Geist. Kannst du mir auch jeden Wunsch erfüllen? Und spektakulärste Reaktion. Longos. Noch viel mehr. Wünsch dir unendlich Wünsche? Also, nein, wünsch dir nicht unendlich Wünsche. Ich habe großen Hunger. Ich wünsche, dass du uns was zu essen bringst. Couscous mit Hammelfleisch und Kichererbsen. Ein bescheidener Wunsch. Ich bin sofort zurück. Jetzt holt er jetzt aus der Lampe raus? Naja, er muss das erstmal kochen in der Lampe. Ich wünsche wohl zu Warum muss er jetzt in die Lampe rein? Ja, das ist sein Essen von gestern. Warum ist die Musik so bedrohlich? Das ist doch jetzt gut. Schau, was wir zu essen haben. Wo ist er? Wie ist die eingeschlafen während der Zeit? Was war mit der los? Er wird uns Böses tun. Aber nein, Mutter. Es ist ein guter Geist. Schau nur, was er uns gebracht hat. Trotzdem, Aladdin. Allah warnte uns vor solchen Geistern. Nimm die Wirklich? Lampe und gib sie weg. Aber vor Mutter, Flaschengeistern? Jetzt weiß ich doch, warum der Zauberer die Lampe wollte. Die Macht über Ginny wollte er. Stell dir vor, die Lampe kommt Ginny. In die falschen Hände. Und außerdem, vielleicht brauchen wir sie also noch. Leben du magst ja recht heißt der Jimmy? Nur der lass mich den Geist auf keinen Fall mehr sehen. Versprochen. Jimmy und Jasmin heißt Jenny. Im Moment brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Wenn ich die Platten und Schüsseln verkaufe, können wir wochenlang davon leben. Komm, lass uns jetzt feiern. Das ist der beste Tune der Welt. Davon werde ich jetzt tagelang Ohrwurm haben, sage ich euch jetzt schon mal ganz ehrlich. Uff. Oh, Alter, Mess. Was soll... Ey, wo geht die Geschichte jetzt noch hin eigentlich? Also was? Kamel, stark. Oi, 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 eine wunderschöne Platte hast du da, Aladdin. Willst du verkaufen? Ja, was bietest du mir dafür? Oi. Was, letzter Preis? Die ist wertvoll. Gebe ich dir 100 Goldstücke. So viel? Kann ich noch mehr bei dir verkaufen? Aber selbstverständlich, Aladdin. Wenn du hast noch mehr so schöne Dinge, bring zu mir. Ich mache dir guten Preis. Jetzt werde ich doch noch Kaufmann. Ich werde in Saus und Braus leben. Aber der Zauberer taucht jetzt... Der taucht noch auf, oder? Der ist doch jetzt nicht... Hier steckst du also. Wir suchen dich überall. Komm mit. Wir haben eine tolle Sache vor. Geht alleine. Ich kann heute nicht. So lade ich meine Freunde auch immer ein. Chef? Wir haben eine tolle Was Sache denn für ein vor. Geschäft? Angeber. Oh, okay. Wir bauen die Tochter des Sultans. Wird heute zum Bade gehen. Wie heißt sie? Schließt eure Geschäfte und geht in eure Häuser. Keiner darf die Tochter des Sultans sehen. Wer auf der Straße angetroffen wird, wird mit dem Tode bestraft. Ob Soraya wirklich so schön ist, wie man sich erzählt? Soraya! Yes! Wird behauptet, sie ist schön. Hast du gut gemacht. Kannst du wieder abhaken. Soraya, natürlich. Aladdin, dachte ich, du wärst geworden vernünftig. Ist verboten nachzuspüren, Tochter von Sultan. Ich werde mich verstecken. Es wird mir schon nichts passieren. Oi weh, oi weh. Oi, 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 der Lustmolch. Ja, und welche tolle Sache wollten die jetzt machen? Ja, das wollte er eben nicht wissen. Bart? Nein, so steht es auch in Arabien immer drauf, Bart. Ich bin des Sultans Tochter. Und wenn ich frech bin, kocht er. Yes. Wenn ich frech bin, meine drilligen Schwestern. Doch das ist nicht das, was ich will. Im Abteil der Sultan Job. Ich sag euch, das ist echt geklappt. Immer nur regieren, regieren. Und nichts anderes im Gehirn. Und du darfst im Palast des Sultans.
Katzen und Mäuse. Alter, wie gut die sind. Die Mäuse sind mein Lieblings. Ist die schön. Entspannt einfach, oder was? Ja, welche Maus meint er denn? Ich bin des Sultans Tochter. Und wenn ich reich bin, kocht er. Ich mag diese drei Zofen einfach, die gleich aussehen. Das ist ja der beste Reim der Welt. Ich bin des Sultans Tochter, wenn ich frech bin, kocht er. Kocht er. Was ich will. Ach so, Reim. Aus! Einfach aus! Ende. Oh je, oh je. Aladin, du siehst schrecklich aus. Warum? Bist du krank? Einbeiniges Huhn. Bist du krank? Der ist jetzt wirklich in ihr Bad eingebrochen, um sie zu beobachten. Mir kann niemand helfen. Aladin ist unsympathisch. Sorry, es tut mir wirklich leid, aber keine gute Eigenschaft bis jetzt. Als dass die Tochter des Sultans meine Frau wird. Der ist doch erst 9. Verliebt bist du. Nun ja, Liebesleid dauert keine Ewigkeit. Mach dich nicht über mich lustig. Es ist mir ernst. Ich liebe Soraya. Aber Aladin, so überleg doch. Wie alt schätzt du den? Du bist der Sohn eines armen Schneiders. 10 oder so? Glaub's doch nicht im Ernst, dass der dann Sultan sie doch beim Genie seine Tochter zur Frau gibt. Bitte, Mutter, versuch's doch. Geh zum Sultan und trag ihm meinen Wunsch vor. Aladin, du bist verrückt. Weißt du, was passieren wird? Ich werde gar nicht erst vorgelassen werden. Das wirst du bestimmt. Nur ein Bein. Ich kenn dich doch. Na gut, nehmen wir mal an, ich werde tatsächlich vorgelassen. So, nun stell dir vor, ich gebe dem Sultan mein selbstgesponnenes Garn. Was anderes hab ich nicht. Und sage... Sieh, ich bringe dir ein Geschenk. Gib dafür meinem Sohn Aladin deine Tochter zur Frau. Oh Gott, diese Augen machen mich fertig, wirklich. Er wird mich und dann dich umbringen lassen. Ich wusste, dass du hingehen wirst. Hier ist das Geschenk für den Sultan. Das sind nämlich keine Glaskugeln, wie ich zuerst dachte, sondern die reinsten Diamanten. Edelsteine, die so groß und so wertvoll sind wie diese hier, gibt es kein zweites Mal. Nun gut, Aladin, ich will den Versuch wagen. Doch ich sage dir schon jetzt, viel Glück werde ich nicht haben. Er ist ein Taugenichts, Flausen im Kopf und sonst nichts. Mindestens 3 Emotes möchte ich aus diesem Film. Warum geht er denn nicht zum Genie? Er hat doch den, der jeden Wunsch erfüllen kann. Er hat sich bisher nur einmal ein Abendessen gewünscht. Ey, wenn dieser Zauberer nicht mehr auftaucht, dann werde ich wirklich wütend. Nennt mir den Grund eures Streites. Die Schlange dieses Hundesohns hat meinen Affen gebissen. Aber nur, weil ich dir beweisen wollte, dass sie sehr Wohlziehen hat. Hä? Der Straßenräuber hatte die Frechheit zu behaupten, meine Schlange sei nicht gefährlich, da ich ihr alle Zähne gezogen hätte. Nicht alle Zähne. Ich habe nur behauptet, du hast dir den Giftzahn gezogen. Und? Hast du? Ja, sicher. Und er kann froh darüber sein. Denn sonst wäre sein Affe jetzt tot. Ist das nicht Gerechtigkeit genug? Du hast den Streit angefangen. Dafür hat die Schlange deinen Affen ohne Giftzahn gebissen. Was willst du mehr? Ja, aber... Sklave! Florentin! Für jeden der beiden. Das ist ja die beste Stimme der Welt. Da ist er wieder, der Wissenschaftler. Das ist der alte Dino. Ja, der Wissenschaftler Dino. Sprich, was willst du von deinem Sultan? Oh, mein Gebieter. Versprich mir, dass ich nicht auch in Ungnade fallen werde und du mich nicht bestrafen wirst. So wie diese beiden Unglücklichen dort. Keine Angst, gute Frau. Es ist dir bereits vergeben. Dann höre, Sultan. Eines Tages sah mein Sohn Aladin deine Tochter Soraya und verliebte sich aufs Heftigste in sie. Er hat es gewagt, Soraya anzuschauen. Er muss auf der Stelle getötet werden. Oh, gütiger Herrscher, sei nicht so streng mit meinem Sohn Aladin. Er ist jung und dumm. Über die Strafe bin hat sich krass auf Heftigste verliebt. Sprich, warum kommst du zu mir? Aladin liebt deine Tochter und will sie heiraten. Was will er? Dieser Hundesohn wagt es. Dies lässt er dir als Brautgabe bringen. Bei Allah, noch nie habe ich derartiges gesehen. Sag, Großvezier, gibt es etwas in meinen Schatzkammern, das wertvoller ist? Nichts. So hört, jemand, der mir solche Juwelen schenkt, ist auch würdig, meine Tochter zu heiraten. Aber Sultan,
Du hast Soraya doch bereits Hussein, meinem Sohn, versprochen. Nun ja, die Zeiten ändern sich, Großvezier. Allerdings, die Zeiten ändern sich. Dein Sohn kann wohl kaum solche Schätze aufbieten. So höre doch, Sultan. Ich mache dir einen Vorschlag. Setze eine Frist von 3 Monaten. Und wenn mein Sohn bis dahin nichts Ebenbürtiges aufweisen kann, dann soll Aladdin deine Tochter zur Frau bekommen. Ich mag, wie der primär so der Bart redet eigentlich. Nicht der Mund, sondern der Bart zurück redet. Zu deinem Sohn und sage ihm, ich, der Sultan, gebe ihm mein Wort, dass er Soraya zur Frau bekommt. Aber er muss sich noch 3 Monate bis zur Hochzeit gedulden. Ich danke dir, oh mein Gebieter. Aber die Strafe... Sind da hinten einfach Copy-Paste, die zwei Wachen? Aladdin hat deine Tochter angeschaut. Er muss sterben. Das kann warten. Ich kann bis nach der Hochzeit warten. Wo bleibt sie nur? Das kann doch nicht so lange dauern. Warst du schon mal verliebt? Warum konnte Aladdin ja jetzt nicht hingehen? Warum musste damit das seine Mutter genauso machen? Zum Esel mache wie Aladdin? Es hat geklappt! Sag, dass ich die Prinzessin zur Frau bekomme! Hör doch auf, du verrückter Bengel. Ich bin doch eine alte Frau. Aber du hast recht. Als der Sultan deine Edelsteine sah, war er überzeugt. Sie ist auch null beeindruckt davon. Eine Stimmung für den Film. Sie werden mir vorkommen wie eine Ewigkeit. Aladdin, da gibt es noch etwas. Der Großvezier hat heimlich mit dem Sultan gesprochen. Ich befürchte, er will die Hochzeit verhindern. Ach Mutter, sieh doch nicht immer so schwarz. Freu dich lieber mit mir. Nur noch 3 Monate. Oh je, noch 3 lange Monate. Okay, Szenenwechsel zu Maus. Oh. Ja, nochmal Tiere. Was haben wir so an Tieren? Gib mir nochmal eins. Ah, okay. Ein Lied. Ich schau auf einen Suppentopf, auf eine Kanne für Kaffee. Doch ganz egal, wohin ich seh, ist immer nur die eine da. Soraya, oh Soraya. Wahrscheinlich heißt sie genau so, damit der Reim funktioniert. Oh nein! Oh, guck mal, die weinen alle. Die im... Nun, das Kamel nicht. Dem ist scheißegal. Doch. Nee. Oh, okay, jetzt. Okay. Nimm zurück. 5 mal 15, das macht 7 Käse. Wird mit V geschrieben. 18 Beine hat das Pferd. Das Wasser brennt im Küchenherd. Alles falsch, nur eines war. Soraya und Soraya. Das ist ja der beste Reim der Welt. Der Text. Uiuiui. Oh, er ist ein Boss. Er hat einen Lebensbalken. Er ist ein Boss. Warum darf denn einfach sein? Ich sehe meine Zehen nicht. Okay, das, also die Reime waren fast noch besser als der freche Sultantochter. Auch der Rock meiner Mutter, alles fern, nur eines ist nah, Soraya. Stark. Schließt eure Geschäfte. Keiner soll arbeiten. Heute wird Hochzeit gefeiert.
Wessen Hochzeit wird denn heute gefeiert? Die hat immer noch das Huhn. Hast du davon gehört? Nach drei Monaten? Soraya, die Tochter des Sultans, heiratet heute den Sohn. Gott, das Huhn, gute Frau. Bei Allah, was wird Aladdin dazu sagen? Ach so, es sind gar nicht drei Monate vergangen. Was ist denn mit dem Genie? Gewusst. Es war bestimmt der Großvezier. Was ist los? Aladdin, Sohn meines Herzens. Noch heute wird Soraya mit dem Sohn des Großveziers vermählt. Dieser Schuft! Dieser Elende! Chini! Was hat er denn? Ah, jetzt kommt die Idee. Komm schon, Chini. Mach schon! Komm schon, Chini. Erstmal einpolieren. Na, endlich! Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Ja, das dachten wir alle. Er sitzt an der Lampe und denkt sich, hallo, hier. Das ist vorbei, Chini. Ich habe Arbeit für dich. Aber nicht schon wieder Essen holen. Nein, nein. Höre. Der Sultan und der Großvezier haben mich betrogen. Soraya soll nicht mich, sondern Hussein, den Sohn des Großveziers, heiraten. Aber ich will für eine Hochzeit sorgen, die Hussein nie vergessen wird. Hilfst du mir? Gerne, Aladdin. Und was schlägst du vor? Also pass auf. Wenn Soraya und Hussein allein sind, packst du die beiden und bringst sie hierher. Und dann? Und dann werden wir weitersehen. Bring sie nur erst einmal hierher. Es wird mir wow, das ist ja mal ein Plan. Das ist ein Plan, beim Bartel des Propheten. Hilfe! Hilfe! Was denn? Nimm Hussein und sperr ihn in den Ziegenstall. Wie viele Wünsche hat er denn? Bock, damit ist das der letzte Wunsch? Schön duftet. Soraya! Dann wollen wir mal! Hilfe! Ach, Soraya. Wer bist du? Warum bin ich hier? Ich heiße Aladdin. Soraya, du darfst Hussein nicht heiraten. Was? Soraya, ich liebe dich. Überzeugt. Ach, was wir für tolles Märchen wären. Du und ich, es wäre verboten. Den Zofen würden wir das Böse lehren. Bei dir und mir wäre immer was los. Und den Sohn von Großvezier sollen ihn die Wand ballen. Kann sie das auch in einem Ansatz gut finden? Sie wurde gerade entführt von einem riesigen Geist. Er hatte gute Argumente, er hat sie einmal bespannt. Und einen Reim. Und einen Reim gemacht. Die sind auch dabei. Spannerkultur wird hochgehalten. Ich schwöre euch. Vor allem, wohin geht der Film denn jetzt noch? Also, ist das jetzt das Ende? Schnell, Chini. Hol Hussein aus dem Stall und trag ihn und Soraya zurück in den Palast. Hat er unendlich ich Wünsche. Ich sofort zurück. Ja. Lass mich sofort hier raus. Ich sag's meinem Vater. Na, dann komm. Jetzt sind er den Anfang. Duftet er nicht herrlich? Wie der stinkt. Aladdin, lass mich meinem Vater von uns erzählen. Ich weiß, wie ich ihn dazu kriege, dass wir heiraten dürfen. Nein, Soraya. Er soll nicht wissen, dass wir uns kennen. Nicht mehr lange, dann sind die drei Monate vorbei. Dann will ich erneut bei deinem Vater vorsprechen. Aladdin. Was? Warum musste denn der Typ jetzt überhaupt in Ziegenstall? Warum musste der überhaupt dabei sein? Vater! Vater! Salam alaikum, Tochter meines Herzens. Was riecht denn hier so fürchterlich?
Hussein. Wer? Es ist Hussein. Wer? Der so stinkt. Was erlaubst du dir? Ungewaschen wagst du es, dich meiner Tochter zu nähern? Aber ich... Ach was, sei ruhig. Großvezier! Wo steckst du denn? Mein Sultan! Erkläre mir auf der Stelle, warum dein Sohn mit seinem Gestank meine Tochter beleidigt. Kannst du es nicht, so werdet ihr beide den Abend nicht mehr erleben. Aber ich habe ihn doch selbst zum Bade begleitet. Wie kommt's, dass du so übel riechst? Oh Vater, höre, was mir geschehen ist. Kaum war ich gestern mit Soraya allein, wurden wir auch schon durch die Lüfte getragen und in einer elenden Hütte abgesetzt. Daraufhin erschien ein Geist und sperrte mich in einen Ziegenstall. Sprich, Soraya, sagt Hussein die Wahrheit. Ja, aber mir ist nichts geschehen. Im Gegenteil, ich wurde aufs Angenehmste unterhalten. Darüber reden wir später. Alter, die ist auch verrückt. Warum findet sie das denn okay, was mit ihm passiert? Allah will nicht, dass sie ein Paar werden. Ich meine, er wurde ja noch nicht mal als unsympathischer Bösewicht dargestellt, der andere Bewerber. Warum wünscht man ihm Schlechtes? Ich will einen Ziegenstall sperren und du willst mein Sohn sein. Geh mir aus den Augen, du Unwürdiger! Hey, sie hat doch gerade zugegeben, dass er entführt wurde von dem Geist. Warum ist er denn jetzt böse auf ihn? Weil er sich von dem Geist ins Ziegenstall sperren lässt! Also, das ist nicht mein Sohn. Elender Hundesohn, ab in den Ziegenstall, zurück mit dir! Endlich aber waren die 3 Monate vorbei. Erneut machte sich Aladins Mutter auf dem Weg zum Sultan. Ihr zwei. Geil, dass schon der Palast von Elefanten bewacht wird, Alter. Meine Schlange! Dieser Hundesohn hat seinen Affen dazu angestiftet, meine Schlange zu beißen! Und warum? Dieser nichtnutzige Sohn einer Mutter hat behauptet, mein Affe esse nur deshalb so viele Bananen, weil er schon zu alt sei, was zu zerbeißen. Und ist er zu alt? Zum Glück für die Schlange dieses Betrügers hat er nur noch einen wackeligen Vater und einen verfaulten Backenzahn. Allah! Ich würde gerne im nächsten Pen and Paper so eine Stimme haben. Was ich über solche Schwachköpfe richten muss. Sklave! 10 Stockhiebe für jeden. Der Nächste, bitte. Erkennst du mich wieder, Sultan? Hä? Hä? Ich liebe die Sultan-Figur einfach. Hast du meinem Sohn Aladin deine Tochter versprochen? Bei Allah. Der Nächste, bitte. Mir scheint, die Frau ist recht arm und ihrem Sohn wird es nicht besser gehen. Wer weiß, wo sie die Juwelen her hatte. Was soll ich nur tun? Lass mich nur machen. Ich liebe die Stimme. Eine Aufgabe, die der Sohn dieser Frau nie und nimmer erfüllen kann. Hä? Höre, Frau, wenn dein Sohn als Brautgabe 40 solcher Schüsseln mit Juwelen bringen kann, wie er sie dem Sultan schon einmal geschenkt hat, dann soll die Hochzeit stattfinden. Wie du befiehlst, mein Herr. Das wird er nie schaffen. Und falls doch... Darf denn der Visier das jetzt entscheiden? Der ist... Auch gut. Da ist der kleine Hund wieder. Warum muss sie da hinlaufen? Warum brauchen wir diese Szene? Ich brauche mal 5 Minuten, so verschiedene Szenen, wo sie läuft. Oh, sie kommt. Sag dich doch schon. Mutter, endlich! Steht die Witze von den Pferden auch nicht? Du siehst so bedrückt aus. Ach, mein Sohn, es ist nicht Allahs Wille. Schlag dir Soraya aus dem Kopf. Warum? Was hat der Sultan gesagt? Er wünscht, dass du ihm 40 Schüsseln mit Edelsteinen bringst. Nichts leichter als das? Oh, Endboss! Chini! Hallo, Aladin! Gibt's was zu tun für mich? Und ob? Der Großvisier versucht mich schon wieder zu betrügen. Gesundheit. Er hat den Sultan dazu überredet, von mir 40 Schüsseln voll Diamanten zu verlangen. Kannst du sie mir besorgen? Na klar, kein Problem. Ey, wenn dieser Zauberer nicht zurückkommt, das kann doch nicht so random am Anfang gewesen sein. Schau! Oh. Ginny, du
bist der Größte. Nicht doch. Chidi, du bist der Beste. So, die müssen natürlich auch erstmal zum Palast hingetragen werden. Das ja. Ist klar. Seine Mutter fragt sich, warum sie immer noch arm sind. Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich an der Stelle. Warum sie da immer noch mit dem einbeinigen Huhn jeden Tag rumlaufen. Nein, sowas. Verflucht sei dieser Hundesohn. Siehst du, Sultan, es war ein leichtes für meinen Sohn, dir die Juwelen zu besorgen. Bei Allah. Dein Sohn ist mächtiger und reicher, als ich geglaubt habe. Geh und richte ihm aus, dass ich ihn sehen will. Noch heute soll die Hochzeit vorbereitet werden. So, jetzt muss der Zauberer kommen. Allah, jetzt muss er irgendwas dafür zahlen, dass er immer Sohn die Wünsche bekommen hat. Es ist Zauberei. Dafür wird Aladdin mir büßen. Hundesohn! Soraya, du schönste aller Wüstentöchter, ich habe einen neuen Bräutigam für dich. Dieses Mal ist es bestimmt der Richtige. Es scheint ein reicher Prinz aus fernen Landen zu sein. Wie heißt er denn? Sein Name ist Aladdin. Zieh deine schönsten Kleider an. Er ist schon auf dem Weg in den Palast. Bin schon fertig. Sie kennt ihn doch noch gar nicht. Sind die gelb, die Figuren? Sind das die Simpsons Crossover? Ein paar, ja. Machst du mich zu deinem Großvisier? Halt den Mund! Ja, die sind immer gut drauf. Soraya, benimm dich. Was soll denn dein Bräutigam von dir denken? Soraya, sei mir willkommen, Aladdin. Ich sehe, du bist würdig, mein Schwiegersohn zu werden. Doch es gibt eine Bedingung. Soraya muss meiner Wahl zustimmen. Wenn sie dich ablehnt, ist mein Versprechen ungültig. So sei es. Soraya, bist du mit diesem jungen Mann einverstanden? Mein Vater, wenn du es wünschst, werde ich dir gehorchen. Musikanten, Tänzerinnen, ein Fest! Mäuse! Warte, Sultan, ich habe noch eine Bitte. Was gibt's denn noch? Können wir die Hochzeit noch einen Tag verschieben? Hä? Was? Überlassen wir ein Stück Land. Und ich werde noch heute Nacht einen Palast erbauen, gib der deine Tochter würdig. Gib mir irgendein Hindernisgeschichte. Bitte, Nacht. Bitte, irgendwas. Na, wir werden sehen. Irgendeine Form von Spannung, irgendwas. Du kannst den freien Platz direkt neben meinem Palast haben. Ich danke dir, mein Sultan. Es kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Er ist mit den Mächten des Bösen verbündet. Ist immer gut drauf. Stimmt was nicht? Doch, doch. Alles in bester Ordnung. Meinst du, du kannst heute Nacht einen Palast bauen, direkt neben dem Palast des Sultans? Aber warum wollte er jetzt noch nicht direkt heiraten? Er will noch einen größeren Palast, oder? Sei doch nicht gleich beleidigt. Ja. Los, dann mach dich an die Arbeit. Okay, das ist jetzt sein Übermut wahrscheinlich so. Jetzt ist der Punkt der Geschichte, wo es kippt. Er hätte alles haben können, aber er war so gierig, er hatte zu viel. Nee, der baut Wünsche. Jetzt einen Palast und dann leben die da. Nein. Der wird noch seine gerechte Strafe glücklich. Dafür bekommen, dass er immer nur den Genie Sultan? Nutzt und die dunkle Zauberei schau nutzt. Dir das jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Moral kippt. Kein Mensch kann ja, einen bestimmt. Solchen Palast in nur einer Nacht erbauen. Da ist Zauberei im Spiel. Sieh dich vor, Sultan. Du bist ja nur wütend, weil dein Sohn versagt hat. Wer in der Lage ist, mir solche Juwelen zu schenken wie Aladdin, der kann auch einen solchen Palast bauen.
Also, schweig! Komm jetzt! Aladin soll mit allen Ehren empfangen werden. Ja, bei der Hochzeit taucht der böse Zauberer auf. Ich will es ihm zeigen. Rache! Was steht da im Text? Der Zauberer aber saß in seinem Kämmerlein und grübelte unentwegt über seine Niederlage nach. Ja, stark. Eines Tages hielt er es nicht mehr aus. Ich muss es wissen. Ich muss Klarheit darüber haben, ob dieser Hundesohn von Aladin in der Höhle umgekommen ist. Dann werde ich mir einen anderen Jungen suchen und mit seiner Hilfe endlich die Macht über den Geist der Lampe bekommen. Bei allen Mächten des Bösen, die Lampe ist verschwunden. Auch Aladin ist nirgends zu sehen. Er lebt, der Elende ist am Leben. Hat er so eine Art Palantir oder was? Hurra! Aladin lebt! Halt den Schnabel, du dummer Vogel! Dreimal verfluchte Aladin. Er hat die Tochter des Sultans geheiratet und ist reich geworden. Er hat die Macht der Lampe entdeckt. Durch deine Hilfe! Ich muss zurück. Aladin muss sterben! So, jetzt kriegen wir doch deine Spannung zurück. Yes, okay. Okay. Schau dir das an. Als wir Aladin das letzte Mal trafen, konnte er sich nicht mal ein Abendessen leisten. Hunger leider! Aladin ist nicht zu Hause. Aber die Lampe ist da. Jetzt steht mir nichts mehr im Wege. Du da, wach auf! Gib mir alle Lampen, die du hast. Wir wollen alle Lampen! Wir wollen alle Lampen! Wofür brauchst du denn so viele Lampen? Das geht dich nichts an. Willst du die Lampen verkaufen oder nicht? Natürlich, mein Herr. Okay. Leute gibt's. Tausche alte Lampen gegen neue Lampen. Tausche alte gegen neue Lampen. Der muss ja ganz schön verrückt sein. Oder er lügt. Ich werde ihn auf die Probe stellen. Warte, alter Mann. Ich bringe dir gleich eine alte Lampe. Wenn dich was das mal geht nicht hier vor sich? Bald wird der Geist der Lampe mir gehorchen. Jetzt werden wir sehen, ob du auch Wort hältst. Tausche sie mir gegen eine neue ein. Sie ist es, sie ist es. Merkwürdiger Alter. Well, that was incredibly easy. Jetzt ist Schluss mit Liebesgeplänkel und Ähnlichem. Jetzt geht's zur Sache. Mit deiner Hilfe werde ich die Welt beherrschen. Zuerst will ich mich an Aladin rächen. So wie die Nacht hereingebrochen ist, hebst du den Palast Aladins mitsamt Soraya hoch und stellst ihn neben mein Schloss in Afrika. Ich muss tun, was du mir befehlst. Das ist die erste Folge reingeprankt? Das musst du. Befehl ist Befehl! Ich glaube, ich träume. Großvezier! Großvezier! Was ist passiert, euer? Aladins Vater! Sieht so aus, als ob er immer Kopfhörer trägt. So in ihr Kopfhörer. Hab ich's dir nicht gesagt? Als ob der einfach geile Musik hört nebenbei. Mit diesem Aladin stimmt was nicht. Er ist mit den Mächten des Bösen im Bunde. Wo steckt er? Er soll sofort zu mir geführt werden. Er hat die Nacht bei Freunden verbracht. Ich schicke die Wache los. Er hat meine Tochter entführt. Dieser Elende. Das soll er mir büßen. Wo sind die denn jetzt? Ich werde ihn in Afrika. Die tauchen nicht mal auf. In die waren im Palast oder was, die beiden? Ja. Herein mit ihm. Mein Sultan, was hab ich getan? Warum lässt so er es nicht zu dir bringen? Elender. Ich verfluche den Tag, an dem ich dich zu meinem Schwiegersohn machte. Mit deinem Tod. Was, sie haben schon geheiratet? Hast du es nicht mitbekommen? Mein Sultan, die ganzen Szenen mit der Hochzeit? Ich bin mir keiner Schuld bewusst.
hat sich Soraya über mich beschwert. Das wagst du mich zu fragen? Verschwunden ist sie! Mitsamt deinem Palast! Warum hat er einen Palast und schläft dann bei Freunden? Sultan, höre. Erfülle mir einen letzten Wunsch. Gib mir eine Woche Zeit. Wenn ich Soraya, ja, guck mal, wie der auch rumläuft. Das ist eine andere Frage. Lass doch die Freunde im Palast schlafen. Warum hat er einen Palast und geflickte Hosen? Lass ihn nicht darauf ein, Sultan. Lass ihn auf der Stelle töten. Mag sein, dass er mich wieder betrügt. Aber es ist die einzige Möglichkeit, meine Tochter wiederzusehen. Aber glaube ja, ja, aber die haben doch jetzt verloren. Die Lampe ist weg, falls der Palast ist weg, sie ist in Afrika. Bist, werden meine Wachen überall nach dir suchen und sie werden dich finden. Wie schafft es Aladdin jetzt, wenn du sie dich zu retten? In die tiefste Höhle verkriechst. Ich danke dir, mein Sultan. Ich danke dir vielmals. Hat er es wieder geschafft zu entkommen? Was? Was? Ja, jetzt viel Spaß, nach Afrika zu laufen, mein Lieber. Ohne Geld, ohne Mittel. Aber er weiß doch auch gar nicht, dass er in Afrika ist. Was? Ja, und selbst wenn, auch nicht wo in Afrika. Aber kein Traum ist zu weit entfernt für eine Laufszene. Er könnte mir helfen. Den hat er die ganze Zeit! Nein, das ist nicht nichts. Genie hinten, Genie vorn. Aber dass ich es war, der dich aus der Höhle Nonsens befreit, hast du wohl ganz vergessen. Stimmt, entschuldige vielmals. Dich hatte ich wirklich vergessen. Undankbarer. Willst du mir trotzdem helfen? Naja, ich will mal nicht so sein. Was kann ich für dich tun? Aber das ist doch der Geist, was aus dem Ring von dem Zauberer. Der ich ist überhaupt nicht. Weiß ich das? Deine Prinzessin befindet sich mitsamt deinem Palast in Afrika. Und dein so über alles geliebter Genie hat ihn dorthin gebracht. Sei doch nicht so gemein. Sag, kannst du den Palast zurückbringen? Nein, kann ich nicht. Solche Kunststücke kann leider nur Genie. Aber ich kann dich hinbringen, wenn du magst. Wenigstens etwas. Los, lass uns keine Zeit verlieren. Augenblick. Ich selbst kann dich leider. Ich glaube, ich wäre auch so eine gute Maus. Aber wenn du dich auf diesen Teppich setzt, ja, und sagst, wohin du willst, jawohl, wirst du schneller als der schnellste Vogel am Ziel sein. Aladdin fliegt! Trau dich, Aladdin. Trau dich. Dann bring mich zu Soraya nach Afrika. Yes! Jawohl! Alter, die Farben! Teppich fliegen, das ist logisch. Hochprozentig ökologisch. Macht nicht Lärm und nicht Gestank. Braucht nicht Motor oder Tank. Der Teppich fliegt, ist einfach schlauer. Okay. Das Kästchen kriege ich nicht. Das ist nicht lame. Das ist der Teppich cool. Ist mega geil. Der Teppich fliegt gut, 100 Sachen. Kann Kurven. Yes! Auch ja, hallo! Braucht keine Hupe, braucht kein Licht. Braucht keine Hupe. Der hat auch einen. Logisch. Die haben alle fliegende Teppiche? Braucht nicht Motor oder Tank. Auch nicht Funkgerät und Tower. Wer Teppich fliegt, ist einfach schlauer. So, habt ihr das gehört, Chat? Investiert in Teppiche. Heißer durch die Wolken rauschen. Wow. Also wenn sowas im Club läuft, da kannst du doch mal abgehen. Großartig.
Was war denn das? Soraya! Soraya! Aladdin! Warum hat jetzt der Zauberer eigentlich den ganzen Palast mitgenommen? Ich dachte schon, du kämst überhaupt nicht mehr. War auch gar nicht so einfach, dich zu finden. Der Zauberer erzählte mir, mein Vater hätte dich getötet. Fast hätte er es getan. Was hat der Zauberer mit dir vor? Er will, dass ich seine Frau werde. Den Wunsch kann ich ihm nicht verdenken. Aber sag, wow, wo hat er die Lampe versteckt? Ach ja. Mir hat sie auch wirklich nichts zu tun, ständig mit irgendjemandem verheiratet zu werden. Alles an. Ich weiß, wo ist sie? Er hat sie immer bei sich. Solange er die Lampe besitzt, sind wir verloren. Wann kommt der Zauberer zurück? Erst gegen Abend. Dann bis gleich. Ich bin sofort zurück. Zum Basar. Sie wollte noch was sagen? Ach, das ist der Teppich liegt. Ey, der Tune ist richtig gut. Alter. Das ist so ein Florentin-Tune irgendwie, oder? Ja, das ist so ein Hochgeschwindigkeits-Tune. Damit kannst das du ist wirklich was für dich. Zack, schön unterwegs. Kommt nur, mein Herr. Kommt nur. Ich habe alles, was ihr braucht. Etwas gegen Kopfschmerzen vielleicht? Oder braucht ihr vielleicht einen kleinen, wirksamen Liebestrank? Nein, nein. Ich brauche ein starkes Schlafmittel. Mein Großvater leidet an Schlaflosigkeit und hat schon 7 Nächte nicht mehr geschlafen. Dann nehmt dieses hier. Wenn euer verehrungswürdiger Großvater, Allah schenke ihm ein langes Leben, nur ein kleines Löffelchen davon in seinen Wein tut, schläft er sofort ein und schläft und schläft. Der Dank meines Großvaters sei... Habt ihr wieder was auf der Bingo-Karte? Chatschrei Bingo! Soraya! Aladdin! Wie kam er rein? Warum ist das alles so leicht? Was machst du denn so lange, Aladdin? Hör zu. Wenn der Zauberer heute Abend zurückkommt, bist du sehr nett zu ihm und bittest ihn, ein Glas Wein mit dir zu trinken. Und wenn er da nicht aufpasst, kippst du ihm dieses Pulver in sein Glas und er wird in einen langen, tiefen Schlaf versinken. Ich werde ihn so verliebt machen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Übertreib's aber nicht. Er kommt. Versteck dich. Oh, mein Gebieter. Sehnsüchtig erwarte ich deine Rückkehr. Was ist denn mit dir los? Ich habe eingesehen, dass ich mein Leben vertue, wenn ich auf Aladdin warte, der ja, wie du sagst, tot ist. Ja, endlich wirst du vernünftig. Komm, setz dich und trink ein Glas Wein mit mir. Wir wollen heute Abend feiern. Trink und ruf die Tänzerin. Sie soll uns unterhalten. Fatima! Fatima! Lass uns auf unsere Grundgütiger. Der kann uns nichts mehr anhaben. Oh mein Gott. Wie es Ginny geht. Komm schon, Ginny, komm schon. Der verwandelt sich nicht mehr. Der verwandelt sich nicht mehr. Nee, es wird nichts. Soraya hat. Oh, ich brauche nur noch Sandgag. Oh nein. Du lernst schnell, mein Junge. Sehr gut. Tust du mir einen Gefallen, Ginny? Gerne, Aladdin. Dann bring ihn irgendwo hin, wo er kein Unheil mehr anrichten kann. Mit dem größten Vergnügen. Jetzt nicht in den Ziegenstall, bitte. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Oh, zu Hilfe! Und die Ziege ist doch dabei. Stark. Du hast den Dingo-Code einfach geknackt, du ja. Weißt, wie das funktioniert. Ich weiß, wenn eine Ziege nötig ist, dann kriegt man eine Ziege. Ja. Die Bösen kriegen die Ziegen. Ja. Was? Ich bleib bei euch! Na schön, dann nehmen wir dich mit. Jenny! Alles erledigt.
Der wird uns nichts mehr tun. Großartig, Ginny. Aber jetzt bring den Palast schnell nach Hause. Nur den Palast? Wir fliegen. Da, oh ja. Das große Finale. Yes! Die beiden auf Teppich. Stark. So muss der Film enden. Oh ja. Logisch. Einfach schlauer. Wie jeden Morgen ging der Sultan nach dem Aufwachen zum Fenster, um zu sehen, ob der Palast nicht wieder da sei. Bei Allah! Ich glaub es nicht! Soraya! Soraya! Vater! Aladdin, ich verlange eine Erklärung von dir. Aladdin hat keine Schuld. Ein böser Zauberer aus Afrika hat mich entführt. Doch Aladdin hat mich befreit. Wenn das so ist, Aladdin, bitte ich dich um Entschuldigung, dass die Sorge um meine Tochter mich ungerecht gegen dich werden ließ. Ich danke dir, mein Sultan. Musikanten, Tänzerinnen, ein Fest! Warum ist denn der Papagei plötzlich lieb? Was kann ich für dich tun, Aladdin? Nein, Jin. Heute befiehlst du. Du hast mir so viel geholfen. Jetzt hast auch du einen Wunsch frei. Das ist einfach nur Wasser, es ist gar kein Elefant im Hintergrund. Wunsch, Aladdin. Ich wünsche mir, nicht immer in dieser Lampe eingesperrt zu sein. Lass mich draußen bleiben. Ich mache mich unsichtbar. Und wenn du mich rufst, bin ich sofort bei dir. Dann fangen wir am besten gleich damit an. Komm mit, trink und iss mit uns. Gerne, Aladdin. Das waren 3 Sekunden. 3 Sekunden lang bewegt sich nichts. Ich liebe dich. Es könnte auch die ganze Zeit einfach irgendwas... So endet die Geschichte, Brüder. Von Aladdin und Soraya. Ja. Brüder, gereimt. Kommt morgen wieder. Ich bin morgen wieder da. Für dicke, dünne, große, kleine erzähl ich, zückt den Beutel schon. Münzen nehm, ich nehm auch Scheine. Lass Dank sein. Das ist das beste Lied. Puh, das, Wow. Das war Aladdin und die Wunderlampe. Mit Armin Drogat. Marus Vita am Mike auch, oder was? Nein. R.M. Erhard, Georg Feils. Christopher Fellener und Mareile und Bernd. Künstlername wie Cher, die hat keinen Nachnamen. Und Klaus Müller. Dirk Regenbogen. Dirk Regenbogen. Ach, ist herrlich. Viola Seife. Das war's. So, Backgrounds. Mäuse. Michael Drexler hat's gemalt. So, jetzt kommt die Meisterin. Dieser Drehbuch. Roswitha! Roswitha Haas! Roswitha! Stark. Starke Geschichte. Starke Geschichte, gute Moral. Also, tolle Konflikte. Spannung von Anfang bis Ende. Ludwig Eckert auch wieder mit am Start natürlich für die fantastischen Animationen. Eine Person Animation.
genommen. Ah, Ludwig Ick hat dann auch die Musik gemacht. Shan Oral und Uli Wanka. Das ist einfach eine gute Truppe. Stark. Die hießen dann auch nicht Dingo, oder was? Nee, da hieß noch Media Konzept. Stark. Das ist wirklich die Frühphase. Okay, Ende. Oh, wow. Also... Ich bin wirklich begeistert. Toller Film, tolle Geschichte, tolle Animation auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz auf mein Bingo schauen. Ich habe, glaube ich, keinen Gewinner. Mir fehlt einmal Sandgag. Ja, obwohl ich nicht weiß, ob vielleicht in irgendeinem Lied was vorkam, was man nicht so ganz verstanden hat. Aber, ja. Aber was fehlt dir noch? Also auf der anderen Seite, Figur wird von Kind gesprochen. Glaube ich, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Hatten wir gar nicht, das stimmt. Und Helden tragen nicht zur Handlung bei, würde ich diesmal auch nicht sagen. Es war jetzt nicht so, oh, Vulkan bricht aus, Dinge passieren aus dem Nichts. Die Helden haben schon die Handlung vorangetrieben, wenn auch auf eine extrem unlogische und nicht nachvollziehbare Weise. Fliegender Teppich ist lame, kriege ich überhaupt nicht. Fliegender Teppich war super. Ja. Ich habe verloren. Verflixt. Ich habe verloren. Wie sieht's bei euch im Chat aus? Habt ihr ein Bingo gekriegt? Ja, aber manche Sachen machen mich echt wütend. Also, wie ich die Geschichte. Also, ich glaube, mein Hauptkritikpunkt ist dieser dumme Ringgeist. Die Eröffnungsszene ergibt auf ganzer Linie keinen Sinn. Wir haben bis jetzt nicht verstanden, warum der immer einen jemand anderen braucht, der die Lampe holt. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Und er kann ja dann auch irgendwie vorhersehen, was in der Höhle ist, wo die Lampe ist und sowas alles, warum er dann erst so spät. Ja, also erstmal, warum braucht er jemanden, der die Lampe holt? Sag doch einfach, hahaha, lieber Papagei, nur wir wissen, wer die Lampe berührt, wird für immer verflucht. Deswegen suchen wir uns irgendeinen Trottel, der das macht. Irgendwas, okay. Dann, warum gibt er ihm den Ring, in dem selber auch ein mächtiger Geist gebunden ist? Warum gibt er den dem Jungen, den er ja nur ausnutzen will, dann holen die das und dann kommt er einfach durch den Ring auch wieder raus, etwas nur einen Sinn ergibt. Einerseits sagt der Zauberer, ich hoffe, der ist in der Höhle gestorben. Andererseits hat er ihm davor einen mächtigen Zauberring gegeben, der einen Geist beschwören kann, der ihn locker rausholt. Das muss er doch wissen. Ja. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum der Papagei dann einfach so mir nichts, dir nichts die Seiten wechselt dann am Ende. Ist er dann plötzlich einer von den Guten? Keine. Oder weil die Figur des Papageis habe ich nicht so ganz. Also vor allem, ich meine, das sind ja wirklich so für Märchen und Geschichten grundsätzliche Stereotypen, die man machen kann. Zum Beispiel, dass halt unser Protagonistenpaar ist verliebt, die verstehen sich gut und der andere, mit dem sie verheiratet werden soll, ist ein unsympathisches Arschloch. Gib mir doch einfach eine Szene, in der wir sehen, dass dieser andere Typ sie schlecht behandelt, irgendwie grob zu ihr ist, irgendwie ein Arschloch ist, seine Bediensteten schlecht behandelt und schon sind wir auf der Seite von Aladdin und sagen, ah, hoffentlich kriegt er Soraya und nicht der andere. Nichts dergleichen. Im Gegenteil, der andere Typ ist viel sympathischer als unser Protagonist, wird ohne Grund zu den Ziegen geworfen, kriegt dann die Frau nicht, weil er stinkt. Vielleicht ist er trotzdem ein guter Typ, aber er stinkt, alle machen sich über ihn lustig. Dann sagt er, Leute, ich wurde entführt von einem Geist. Der andere bestätigt das und trotzdem wird er einfach rausgekegelt und sein eigener Vater sagt, ich bin enttäuscht, obwohl er nichts dafür kann und auch die Wahrheit gesagt hat. Er hat nichts falsch gemacht. Nichts. Ja, vor allem Aladdin, die ganze Zeit wird erst als Nichtsnutz beschrieben, dann als Stalker, dann als jemand, der die Regeln bricht und sich dann trotzdem die anguckt und so. Und der bekommt sie dann am Ende und der einfach nichts gemacht hat, der ist dann der nach Ziegen stinkt und Pech gehabt hat. Vor allem, warum sagt man denn, alle müssen jetzt weg, wer die Prinzessin sieht, wird hingerichtet, wenn er sie dann sieht und nicht hingerichtet wird und es einfach egal ist? So, dann führst du doch nicht ein. Oder auch als der Zauberer zum Palast kommt und Soraya ihm einfach die Lampe gibt, aus dem Nichts.
Das kann man ja auch einführen mit einer Szene. Dass, keine Ahnung, Soraya, sie ziehen in den Palast, Soraya findet die Lampe und sagt, oh, ist das eine von diesen Zauberlampen? Und Aladdin, der natürlich nicht will, dass sie weiß, dass er das alles nur hergezaubert ist, sagt, nein, nein, das ist eine ganz alte Lampe, die ist völlig egal, kein Problem, egal. Und dann sagt sie, ah, okay, wenn die so alt ist, dann gibt sie die weg, Wanderhändler. Und er sagt, oh nein, hätte ich ihr doch die Wahrheit gesagt. Das kann man ja alles aufbauen, dass das dramaturgisch Sinn ergibt, anstatt dass sie einfach sagt, ah ja, ich gebe jetzt die Lampe, obwohl man gar nicht mal weiß, dass sie überhaupt von der Lampe weiß. Aber Soraya an sich ist auch eine weirde Gestalt, die wirklich nur hihihi, ja, Aladdin, hihihi. Und dann war sie erst, wenn der Vater ja sagt, sie muss ja auch zustimmen von der Heirat, dann hat sie ja erst auch bei der anderen Heirat zugestimmt oder wie, auch einfach so dann oder musste man dann da nicht zustimmen? Anscheinend, und auch, dass sie einfach instant auch mit Aladdin gut klarkommt. So, gib mir doch eine Szene, zeig mir doch, warum die sich gut verstehen. Zeig mir doch, warum sie weg will von dem anderen Typen. Das sind doch grundlegende Story-Sachen. Also. Na, oder er hätte sie dann schön zum Teppichfliegen mitgenommen, hätte sie so irgendwie überzeugt. Aber das ist ja wirklich, er taucht da einfach nur auf. Er entführt sie zuerst mit seinem Genie. Dann wird der andere in Stall gesteckt und die stehen da. Und dann sagt sie ja sofort, oh ja, ich bin auch verliebt. Ja, oder, also ich meine, es gibt ja auch immer dieses Ding von wegen einerseits der Adel auf der einen Seite und dann die einfachen Leute, so wie bei Titanic, wo dann so sie, die Reiche ist, aber er ist halt dadurch, dass er zu den einfachen Leuten gehört, die haben dann eine coole Party, die haben Spaß in den Straßen dieser Stadt, die haben irgendwie dann tanzen und haben einen tollen Abend, so wie bei Titanic auch, wo sie dann aus ihrem Palast rausgeht und mal wirklich Spaß hat mit Leuten aus ihrem Alter und sagt, ah, ihr seid eigentlich die Coolen, wir sind reich, aber ihr seid die Coolen, ich will mit euch zusammen sein. Kann man ja alles machen, irgendwie den Reiz von dieser anderen Welt darstellen oder so, dass sie sich immer in ihrem Palast alleine langweilt und dann Spaß hat mit Aladdin und seinen Freunden. Aber nein, sie sehen sich einfach, er singt das Lied, sie ist verzaubert, fertig. Also, ja, so ist einfach faul. Er ist einfach faul. Und was war die Moral? Er hat keinen Respekt für sie, geht einfach, obwohl er weiß, dass man es nicht darf, bricht in das Bad ein, begafft sie, verliebt sich sofort, danach mit mehr oder weniger mit Gewalt entführt er sie über den Genie und dann verliebt sie sich in ihn. Wo? Dann muss auch noch die Mutter hingehen und das reden. Oh, das ist alles einfach unangenehm. Was auch er hätte machen können, dann hätte er zumindest dem Sultan seine Liebe gestehen können und gesagt, ja, ich weiß, ich bin zwar nur ein einfacher Typ von der Straße, ich habe kein Gold, aber ich habe die Liebe für ihre Tochter und so. Hätte eine schöne Szene sein können, anstatt jetzt kommt die Mutter von ihm und sagt, ja, das ist ein Typ. Und er sagt, ja, nee, geht nicht. Okay, dann gehe ich. Die Mutter sagt ja auch noch, ja, mein Sohn ist richtig dumm. Verkauft ihn da richtig. Unnötig. Es ist halt so unnötig. Es hätte einfach er machen können. Das wäre die interessantere Szene gewesen. Ach ja. Ja, aber wo bist du noch da? Ach, ey. Bist du jetzt aus dem Raum gestimmt? Ach nee, da bist du noch. Wir haben ja noch eine Ankündigung zu machen. Oh ja. Oh ja, bitte, tu es. Oh ja, falls ihr es bei mir jetzt im Chat verfolgt habt, live, dann habt ihr vielleicht jemanden gesehen. Im Chat VS Deluxe heißt derjenige. Und derjenige ist tatsächlich der Erbe von unserer Roswitha Haas. Einer von den Erben und CEO von Dingo Pictures. Ja, jetzt ist es raus. Ja. Wir haben ihn erwischt. Dingo Pictures hatte seine Hochphase in den 90ern und ist seitdem vergessen. Nein, Dingo Pictures lebt. Und wir haben den Prinzen von Dingo Pictures gefunden. Ja. Und wir haben auf jeden Fall Bock, irgendwas mit ihm zu machen. Sei es ein Interview, sei es wir schauen uns irgendwas zusammen an. Er hat die Insights, er kann uns vielleicht viele Fragen beantworten, die wir zu den Filmen haben. Auf jeden Fall freut uns das sehr. Mara, du hast Kontakt zu ihm aufgenommen, du hast ihn gefunden. Naja, großartig. Er hat erst Kontakt zu uns aufgenommen. Und dann habe ich nochmal Kontakt zu ihm aufgenommen. Also irgendwie ist da sehr viel Kontakt entstanden. Simon heißt er. Und wir gucken jetzt, dass wir vielleicht ein paar Fragen von euch auch sammeln. Also falls ihr Fragen habt an Dingo Pictures, wie kam das alles zustande? Was ist da passiert? Sämtliche Fragen, die jetzt auch hier während des Streams gestellt wurden. Das heißt, ich bin nicht der Erbe, sagt er. Ich bin einfach jemand, der Kontakt mit den Erben hat und Dingo leitet. Das kann er uns ja dann alles selber erklären, wenn wir noch ein bisschen tiefer eintauchen in diese mysteriöse Welt, die so viele Fragen für uns offen hat. Und ja, es heißt aber, ich glaube, wir haben den Dingo-Code noch nicht geknackt. Also ich zumindest nicht. Mein Bingo ist nach hinten losgegangen. Ich habe keinen Sieger gezogen.
Und von daher mal gucken, ob uns diese Filmschmiede nicht noch zu überraschen weiß. Ja, vielleicht kann uns Dingo Simon ja auch empfehlen, welchen Film wir als nächstes gucken sollten. Was ist denn dein Lieblings nach in einem Land, Abenteuer im Land der Dinosaurier und Aladdin? Was sollten wir da als nächstes angehen? Was kann man denn überhaupt sehen? Was gibt's denn noch auf YouTube? Was kann man denn noch machen? Werden wir auf jeden Fall machen. Und dann schauen wir mal, welches Abenteuer wir als nächstes bestreiten werden. Wir haben noch einiges vor uns. Ich glaube, dass der Aladdin war tatsächlich auch der längste von diesen Filmen. Der geht jetzt eine Stunde. Und generell, diese Lieder, ey. Das generell ist ja, solltet ihr die Osterhasen sehen. Die Osterhasen, okay, ich suche mal danach, okay, ob ich das finde. Mara, es war mir eine große Ehre. Es war mal wieder wunderbar. Diesen Horror nicht alleine durchstehen zu müssen. Und das wird auf jeden Fall in meinem Kopf bleiben. Aber auch der Song, wo er auf dem Elefanten war, ne, der war auch nicht schlecht. Die Songs sind alle sehr gut. Da gibt es auch noch so ein Sing mit Aladdin, nochmal so eine Extra-Version mit allen Liedern, wo ihr mitsingen könnt. Wirklich so als Karaoke? Ja, ich glaube schon. Okay. Also, wenn ihr nächstes Mal Geburtstag feiert und ihr braucht vielleicht noch ein Spiel, wo alle sofort einsteigen können, dann holt doch mal das raus. Und präsentiert. Oder falls Rocket Beans noch ein großes Event braucht, die große Aladdin-Mitsingsause. Machen wir. Gut. Ja, Mara, vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns das nächste Mal. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bei mir geht's gleich mit Tyrion Complete weiter. Ja, bei dir geht's noch. Toll, nein, ich mache jetzt Ende. Ich gucke jetzt mal, ob wir vielleicht Fragen sammeln können. Die schicken wir dann an Simon und dann holen wir ihn auch noch mal in den Stream rein das nächste Mal und klären mal noch ab, wann das stattfinden soll. Und bei dir wird jetzt noch schön gerätselt, ne? Ja. Danke dir, hau rein, hab einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Und bei mir geht's, wie gesagt, weiter mit Tyrion Complete. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Mara. Ciao.